Herzlich willkommen zum Wort des Tages. Wie sag ich's? Kritik ist unangenehm. Sie kann mich verletzen, mir wehtun. Und auch wenn ich daraus lerne, aber vielleicht ziehe ich mich dann zurück. Oder die Kritik hilft mir voranzukommen und ich bin dankbar dafür, weil es in Liebe gesagt war. Und ich ziehe mich nicht zurück. Dazu eine kleine Geschichte. Während meiner Schulzeit, ab der 5. Klasse, hatten wir einen Lehrer, den ich sehr geschätzt habe. Er verstand es einfach, mich zu motivieren. Und dann war da der Tag auf dem Schulhof. Meine Freundin und ich machten einen Rundgang. Das Butterbrot hatte ich aufgegessen und das Papier hatte ich noch in der Hand. Ich hätte es einfach in einen der Mülleimer werfen können. Aber ich habe es ganz bewusst, unauffällig neben mir beim Gehen fallen lassen. Dann klingelte es und wir sind zurück zu unserer Klasse und warteten darauf, dass der Lehrer uns die Tür aufschließt. Stattdessen rannte der Lehrer, den ich so sehr schätzte, auf uns zu, in Begleitung eines Kollegen. Er war wütend und ich wusste, dass es um mich ging. Und so war es auch. Er hatte das mit dem Papier beobachtet von einem Fenster aus, mit seinem Kollegen. Es waren schreckliche Minuten. Seine ganze Wut entlud sich über mich. Ich habe mich so geschämt. Und sein Kollege? Irgendwann sagte er, ruhig und leise, und fast ein bisschen lieb. Ist gut. Sie geht jetzt das Papier aufheben. Das half mir. Er hat mich nicht in Schutz genommen. Aber ich hatte das Gefühl, kein schlechter Mensch zu sein. Seit dem Tag habe ich den Kollegen geschätzt. Er wusste, wie es besser geht. Die Bibel erzählt von einem jungen Mann, Timotheus heißt er, ein Jünger des Apostel Paulus. Paulus war wichtig für Timotheus als Vorbild. Paulus machte ihm Mut in seinen Briefen, denn Timotheus fühlte sich oft überfordert von der Aufgabe, von der Verantwortung, die Gemeinde zu betreuen, die Paulus ihm aufgetragen hatte. Paulus schreibt in seinem zweiten Brief, in Kapitel 1, Verse 13 und 14. Halte dich an das Vorbild der heilsamen Worte, die du von mir gehört hast, im Glauben und in der Liebe in Christus Jesus. Dieses kostbare Gut, das dir anvertraut ist, bewahre durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Timotheus hat sich nicht zurückgezogen. Er hatte Paulus, der ihm Kraft gab und Mut zusprach, auch mit harten Worten, aber immer in Liebe. Ich möchte gerne noch beten. Vater, du hast uns gezeigt, was Liebe heißt. Du bist in uns mit deiner Liebe. Gib uns die Kraft, sie loszulassen. Lass uns erfahren, wie sie verändern kann. Schenke uns Worte, darum bitten wir dich, die wertschätzen und doch klar sind. In deinem Sohn, Jesus Christus, zeigst du uns den Weg. Amen.